Ja, liebe Leute, hier ist wieder euer Mofa und zwar, ich will mal was ganz Neues ins Leben rufen und zwar ein Let's Talk. Also kein Let's Play, kein Let's Show oder kein Let's Play Together, sondern tatsächlich ein Let's Talk, wenn mir irgendwas total auf den Sack geht oder wenn mir irgendwas total gut gefällt. Allerdings komme ich heute mit was, was mir total auf den Sack geht und zwar ist es das Game The Forest. Ich habe mir das Game gestern bei Steam gekauft mit total extrem hohe Erwartungshaltung bin ich hingegangen. Ich habe gewusst, dass es eine Alpha ist und dass er wahrscheinlich verbuggt sein kann. Aber dass es so dermaßen verbuggt ist, hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Ich habe ja gestern schon ein Let's Play gemacht, den ersten Teil, und wollte heute meine zweite Folge machen. Und dann siehe da, man kann nicht speichern. Das heißt, ich konnte keinen Spielstand speichern. Ja, gut, ist ein bisschen kacke, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich mir gedacht, naja, gut, dann mache ich doch so eine Art Zockermarathon. Das heißt, ich werde heute die ganze Nacht zocken. Und ja, wenn das Spiel 4 Stunden dann dauert, dann dauert es 4 Stunden, dann wird es einfach in 30-Minuten-Parts gecuttet. Und dann lade ich das Ganze einfach hoch, damit ihr auch ein bisschen was davon habt und zuschauen könnt. Allerdings ist das Spiel so dermaßen schwer, dass ich glaube ich nicht mal eine Dreiviertelstunde geschafft habe. Also dann wurde ich dann schon getötet. Ja, ich wurde irgendwie von, im Wald habe ich mir mein Lager gebaut, die gleiche Unterkunft wie in meinem Let's Play. Und ja, dann habe ich probiert zu schlafen, dann habe ich schon gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht, überall Geräusche im Wald. Und dann schaue ich mich ein bisschen um und auf einmal stehen dann so 7 Typen, ja, vor meinem Lager. Dann habe ich mir gedacht, naja, wie kann ich mich da jetzt verteidigen? Habe dann Fackeln gebaut, habe Lagerfeuer angemacht und habe probiert zu kämpfen, ich habe probiert wegzulaufen und es hat nichts geklappt. Also das Spiel ist dermaßen schwer. Ja, also meinen Verhältnissen ist das Spiel eigentlich im Moment total unspielbar. Wie gesagt, ihr habt keine Chance zu speichern. Ihr habt keine Chance von diesen Eingeborenen oder was auch immer das für Typen das sind, wegzulaufen, euch zu verteidigen oder irgendwas. Die sind am wesentlich stärker. Sie halten extrem viel aus. Ich habe, glaube ich, 2 Stück gekillt, aber das war. Ich glaube, ich habe die 20 Mal mit meiner Hacke getroffen, bis die dann endlich mal umgefallen sind. Und gegen 7 Stück, da war das jetzt nicht wirklich so einfach. Das geht mir ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen. Hab dann auch heute den Entwickler gleich mal angeschrieben und hab gleich mal gefragt, was da los ist. Und ich habe sogar eine Antwort bekommen. Und zwar war die Antwort, dass sie dieses Speichern kurzfristig vorm Release rausnehmen mussten, da es irgendwie nicht ordentlich funktioniert hat. Aber lieber funktioniert es nicht ordentlich wie gar nicht, hätte ich jetzt mal gesagt. Na gut, das ist dann ein Entwickler seine Entscheidung. Nichtsdestotrotz, ich finde es ein bisschen schade, weil das Game an und für sich ist wirklich endlos geil. Also könnt richtig, richtig was werden mit diesem Game. Es ist tatsächlich wie Minecraft, bloß in extrem guter, also sehr guter Grafik mit sehr vielen Möglichkeiten, ne? Allerdings ist das Craften noch ein bisschen schwer, denn wir haben ja keine Crafting-Rezepte. Ich habe probiert, Ewigkeiten eine Fackel zu bauen, habe das nicht auf die Reihe gebracht. Im Gegenteil, ich habe dann aus Versehen einen Molotow gecraftet. Ich habe mir gedacht, nehme ich ein Stöckchen, hier ein bisschen Alkohol und so ein Stück Stoff oder was auch immer das war. Ja, ich bin mir fest davon ausgegangen, dass das eine Fackel wird, aber es ist ein Molotow rausgekommen. Ja, nichtsdestotrotz ist ja nicht mal so schlimm. Ja, wie gesagt, das Game an und für sich wirklich vom Gedanken her mega geil, kann ich wirklich jedem empfehlen. Allerdings. Die Alpha im Moment, die kann man tatsächlich total in der Pfeife rauchen. Also das ist wirklich nichts Halbes und nichts Ganzes. Da spielt man eine Stunde und dann muss man vielleicht aufhören, warum auch immer. Und dann habt ihr dann das Problem, ihr könnt nicht speichern. Das heißt, ihr müsst dann wieder und wieder und wieder von neu anfangen. Ja, Entwickler hat auch noch offen dann dazu geschrieben, und zwar, dass sie ein Update rausbringen. Das Update kommt dann zwar erst in knapp 2 Wochen, glaube ich, ein bisschen 15 Tage sind es, glaube ich. Und angeblich wollen sie aber noch ein Update für diesen Speicherpunkt noch vorher rausbringen. Ob es tatsächlich so ist, das weiß ich nicht, da bin ich mir nicht sicher. Allerdings finde ich es wirklich echt ein bisschen schade, hat mich wirklich gefreut auf das Game. Und ja, wollt euch auf jeden Fall ein bisschen dran teilhaben lassen. Ja, wenigstens habt ihr wenigstens die erste Folge gesehen. Die zweite Folge, die war es wirklich nicht wert. Ich habe genauso lange gebaut und dann bin ich eigentlich schon fast gestorben. Also war eigentlich nicht der Rede wert. Ja, na gut, das war jetzt erstmal mein Statement und ja, meine Meinung über das Game The Forest. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch was. Und natürlich werde ich weiter zocken, sobald dieses Speicherproblem behoben ist. Dann werde ich auf jeden Fall weiter zocken. In dem Sinne, macht's gut, ich bin raus, euer Mofa. Peace.